Ja, hallo Freunde. So, jetzt schauen wir uns das Ganze noch bei Dunkelheit an, die neue 4-7s. Und wir schalten sie mal an im schwachen Modus bei 25 Lumen. Sieht man immerhin schon etwas, ne, hier. Starker Spot. Spill ist etwas schwächer ausgeprägt und durch den glatten Reflektor haben wir auch einen etwas stärkeren Übergang. Aber wir wollen ja wissen, was macht die Lampe bei 800 Lumen, und da sieht die Geschichte eben so aus, ne? Riesiger Spill. Na, man sieht es noch weit, hier unten kommt noch was. Aber natürlich ein sehr helles, sauberes Zentrum. Keine irgendwelche Saturnringe oder sowas. Oder sonst irgendwelche, sag ich mal, Verunreinigungen. Ein sauberes, klares, eindeutiges Lichtbild mit einem hellen Spot, der aber recht groß ist, ne? Der bringt hier einmal Gebäudefläche fast auf die 25 Meter, ne? Dürfte reichweitemäßig recht gut sein. Oh ja, wir haben noch nicht mal so dunkel, aber ich kann, die Kamera wird es nicht einfangen können, ne, dafür ist sie zu schwach, aber ich kann von hier aus die 250 Meter entfernten Baumstämme oben oberen Waldrand erkennen. Also eine Lampe mit einer ganz ordentlichen Reichweite, ne? Ja, die ersten Katzenaugen blicken im Wald schon entgegen. Ja, ganz ordentlich. Ich denke, in einer richtig mondlosen Nacht, bewölkt, wenn es wirklich stockfinster ist, keine Lichtverschmutzung, da hat das Ding bestimmt ganz ordentliche Reichweite. Die ganzen Modi shiften wir jetzt mal nicht durch. Wir haben hier die 25 und die 800 Lumen, also ganz ordentlich Licht. So, und ich sag schon mal danke fürs Reinzappen, bewerten, kommentieren. Hier mit der neuen, oder halt für mich neuen, 4-7s Mailstorm Regan MMXR. Also Leute, danke fürs Reinzappen. Bye bye, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hillbilly und Taschenlampenfan.